Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, für die Möglichkeit, dass wir heute unsere Initiative ein bisschen präsentieren dürfen. Auch vielen Dank an alle hier Anwesenden, dass alle durch das winterliche Wien gestapft sind, um uns heute ein bisschen zuzuhören und auch den Talks, die danach kommen. Auch den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Hörerinnen und Hörern zu Hause, vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden heute ganz kurz vorstellen, um was es geht beim was man versteht unter dem Begriff Citizen Science. Mein Name ist Daniel Dörler, mein Kollege Florian Heigl und ich, wir haben eine Plattform gegründet zu Citizen Science in Österreich. Wir sind beides Doktoratsstudenten an der Universität für Bodenkultur in Wien und bei dem Bereich Ökologie. Und bevor ich jetzt da noch lang quatsche, gehen wir gleich rein ins Thema, was genau ist eigentlich Citizen Science? Citizen Science, darunter versteht man im Prinzip die aktive Zusammenarbeit zwischen Laien und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in wissenschaftlichen Projekten. Und diese Zusammenarbeit kann in vielen verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses passieren und auch auf viele verschiedene Arten passieren. Und was man hier jetzt da auf dieser Grafik sehr gut sieht, ist, wie man Citizen Science Projekte so ganz allgemein ein bisschen klassifizieren kann. Und zwar wird das meistens gemacht nach der Art der Partizipation, also wie die Bürger und Bürgerinnen wirklich eingebunden sind in so einen Forschungsprozess. Und da möchte ich jetzt ganz kurz mal durchgehen, wie das funktionieren kann. Und zwar das Erste, was man auch ganz oben sieht, dann das Pooling of Resources ist, wenn Bürger, Bürgerinnen ungenutzte Rechenkapazität ihrer Smartphones oder auch ihrer Rechner Forschungsprojekten unentgeltlich zur Verfügung stellen, damit zum Beispiel große Rechenvorgänge durchgeführt werden können. Es gibt nur sehr wenige große Rechenmaschinen auf der Welt und so kann jeder ein bisschen im Prinzip im Schlaf dazu beitragen, dass die wissenschaftlichen Projekte weiter, weiterkommen. Ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel SETI at Home, falls das irgendjemand kennt. Hier werden Signale, die aus dem Universum eingefangen werden, ausgewertet, um zu sehen, ob irgendwo da draußen auch intelligentes Leben zu finden ist. Dann eine andere Art der Einbindung wäre in der Datensammlung. Das ist sehr oft bei ökologischen Projekten der Fall, dass Bürger, Bürgerinnen rausgehen in die Natur oder in den Garten und oft mit Smartphones Daten sammeln zu, kommt dieses Tier hier vor oder finde ich diese Pflanze hier oder wie ist die Temperatur, wie ist das Wetter etc. Und diese Daten werden dann an die Forschungsleiter und Leiterinnen übermittelt und können dann ausgewertet werden. Wie gesagt, sehr oft in ökologischen Projekten der Fall. Das bekannteste in Österreich ist wahrscheinlich die Stunde der Wintervögel. Die war jetzt gerade auch wieder im Jänner, Anfang Jänner. Und diese Form der Beteiligung ist oft verknüpft mit der Einbindung der Bürger und Bürgerinnen in der Analyse der Daten. Mir ist jetzt persönlich kein Projekt bekannt, wo die Bürgerinnen nur in diesem Bereich eingesetzt sind und sonst nirgends. Also wie gesagt, oft auch verknüpft mit der Datensammlung. Und ein anderer Bereich ist Serious Games. Das heißt, hier werden oft auch sehr komplizierte, sehr komplexe wissenschaftliche Prozesse in interessante, spannende Spiele verknüpft. Und durch das Spielen bekommen die Forscher, Forscherinnen dann Daten zu diesem komplexen Prozess und können diese dann auswerten und bekommen neue Einsichten. Der eine oder andere hier wird vielleicht die App Tinder kennen. Und das IASA in Luxemburg in Österreich, also das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse, ist hier in diesem Bereich sehr aktiv. Die haben nämlich ein Spiel entwickelt, das so ähnlich funktioniert wie Tinder. Während bei Tinder mehr oder weniger attraktive Personen, mehr oder weniger paarungswillige andere Personen suchen, durchwischen nach links oder rechts, können bei diesem Spiel mehr oder weniger abgeholzte Flächen kartografiert werden, beziehungsweise klassifiziert werden. Das wäre zum Beispiel ein Spiel. Dann bei Participatory Experiments, da geht es noch einen Schritt weiter. Hier sind Bürger, Bürgerinnen von Anfang an in den Forschungsprozess mit eingebunden.
Sie können mitbestimmen, in welche Richtung das Projekt geht. Sie können mitbestimmen, wie das Design ist. Sie können mitbestimmen, wie die Analyse funktioniert und so weiter und so fort. Ein gutes Beispiel in Österreich wäre hier das Projekt Reden Sie mit der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Hier wurde mit vor allem mit Patienten und Patientinnen, aber auch mit Angehörigen von Patienten geschaut, vor allem von Patienten mit psychischen Erkrankungen, wurde einfach gefragt, welche Forschungsfragen sollen wir beforschen in unserem nächsten Projekt. Und hier sind sehr viele verschiedene Antworten reingekommen, vor allem sehr viele Antworten, auf die die Forscher alleine nicht gekommen wären. Bei den Grassroots Activities ist vor allem die Do-it-yourself-Bewegung zu nennen. Durch den technischen Fortschritt ist es immer leichter möglich, selber Experimente zu Hause in der Garage, in der Wohnung oder wo auch immer durchzuführen. Und hier werden wirklich wissenschaftliche Projekte ganz ohne Wissenschaftler durchgeführt. Aber auch das gehört zu Citizen Science. Und bei der Collective Intelligence wird auf die menschliche Fähigkeit, Muster zu erkennen, zurückgegriffen. Da ist die menschliche Intelligenz der Künstlichen doch noch sehr überlegen. Und ein sehr, sehr gutes Beispiel ist hier das Projekt Galaxy Zoo, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Galaxien klassifizieren, die vom Hubble-Teleskop fotografiert wurden. Und so den Forschern helfen, herauszufinden, wie viele Galaxien gibt es, von welcher Sorte. Ja, was gibt es jetzt generell für Chancen, aber auch was gibt es für Herausforderungen, wenn man Citizen Science wirklich einsetzt? Bei den Chancen wäre auf alle Fälle mal die Wissensproduktion zu nennen. Durch die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern ist es einfach möglich, viel größere, viel umfangreichere Projekte durchzuführen, als es bisher der Fall war. Ich muss auch sagen, Citizen Science ist sicher nicht eine Methode, die in jedem Forschungsbereich eingesetzt werden kann oder für jedes Forschungsprojekt, aber dort, wo es möglich ist, bietet es einfach viel mehr Chancen als vorher. Die nächsten zwei Punkte, Scientific Literacy und Empowerment, hängen sehr eng miteinander zusammen. Durch die Teilnahme in einem Citizen Science Projekt können Bürgerinnen und Bürger besser verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, wie ein wissenschaftliches Projekt funktioniert. Und diese Erfahrung, dieses Lernen, das können sie dann für sich selber einsetzen und auch selber Projekte durchführen. Dann wären wir wieder bei der Do-it-yourself-Bewegung. Und das wäre dann unter dem Begriff Empowerment zu verstehen. Es können, ich habe es vorher auch schon angedeutet oder angemerkt, neue Forschungsfragen entstehen, die einfach innerhalb des wissenschaftlichen Kreises so oft gar nicht mehr gestellt werden. Aber wenn man Personen mit in den Forschungsprozess mit einbezieht, die von außen kommen, dann kommen oft neue Forschungsfragen. Transparenz ist auch ein ganz wichtiges Thema. Hier als Beispiel auch im Bild sieht man, damals, als Fukushima passierte, haben die Behörden und auch damals die Betreibergesellschaft TEPCO nur sehr widerwillig und vor allem sehr unzuverlässige Daten zur Radioaktivität in der Umgebung des havarierten Atomkraftwerks herausgegeben. Und dann haben sich Bürger und Wissenschaftler zusammengetan und haben selber Geigerzähler entwickelt, die sie selber leicht nachbauen konnten, mit denen sie selber Messungen durchführen konnten. Und auf Basis dieser Daten, die dann natürlich auch wieder frei zur Verfügung gestellt wurden im Internet, konnten dann alle eine fundierte Entscheidung darüber treffen, kann ich noch bleiben oder wäre es besser, wenn ich gehe. Bei den Herausforderungen haben wir vor allem die Rechtsunsicherheit. Citizen Science ist vor allem in Österreich noch ein sehr, sehr junges Gebiet und hier herrscht einfach noch sehr viel Unsicherheit. Wem gehören die Daten? Wie kann ich sie einsetzen? Wie muss ich sie schützen? Das hängt auch sehr stark mit dem Datenmanagement zusammen. Wo kann ich diese Daten dann speichern, damit sie auch wirklich über lange Zeit und vor allem von jedem leicht gefunden werden können und wieder benutzt werden können. Und auch bei der Ethik ist natürlich sehr wichtig, soll ich überhaupt Bürger, Bürgerinnen einsetzen oder einbinden, um Forschung zu betreiben? Und wenn man jetzt an die Do-it-yourself-Bewegung denkt, sollen hier die gleichen Regeln der Forschungsethik gelten, wie für die Wissenschaft, für die konventionelle Wissenschaft und wenn ja, wer schaut darauf, dass diese Regeln eingehalten werden. Das ist ein Thema, das noch wirklich sehr viel diskutiert werden muss und ja, da sind wir gespannt, wie es in der Zukunft weitergeht. Ja, wie der Daniel schon angemerkt hat, in Österreich gibt es schon einige Beispiele für Citizen Science Projekte und ich möchte euch jetzt kurz zeigen, wie Citizen Science in Österreich organisiert ist.
In Österreich gibt es mittlerweile zwei Initiativen, die sich mit Citizen Science auf einer Metaebene beschäftigen. Und die eine davon ist unsere Plattform. Wir haben eine unabhängige Plattform für Citizen Science Projekte in Österreich geschaffen. Das war 2013. Wir haben so begonnen, ganz simpel, unbezahlt in unserer Freizeit mit einer WordPress-Seite. Wir haben ein eigenes Projekt gestartet und haben uns gedacht, 2013, Citizen Science war in Österreich noch nicht wirklich ein Begriff. Wir können nicht die Einzigen sein, die probieren, die allgemeine Bevölkerung in die Wissenschaft einzubinden. Da muss es noch mehr Projekte geben. Und haben uns auf die Suche gemacht. 2013, wie gesagt, waren wir die Einzigen, die sich Citizen Science genannt haben. Mittlerweile haben wir 39 Projekte gelistet auf unserer neuen Seite, haben über 30 Partner. Wir haben verschiedenste Universitäten auf der Plattform, NGOs auch, Privatpersonen, FHs, also quer durch die Bank. Wir haben eine kleine Förderung bisher bekommen, aber der Großteil unserer Arbeit passiert noch immer in der Freizeit. Das oberste Ziel dieser Plattform ist es, dass wir Citizen Science in Österreich fördern, indem wir die wissenschaftliche Qualität hochhalten und weiter ausbauen möchten im Citizen Science Bereich. Citizen Science wird in der wissenschaftlichen Community noch immer kritisch gesehen, weil das heißt, dass Laien keine Daten erheben können, die wissenschaftlich verwertet werden können. Auf der anderen Seite steht die Bevölkerung, die oft der Meinung ist, dass sie in die Wissenschaft nichts einbringen kann, weil die Wissenschaft in ihren Elfenbeinturm verharrt und nicht auf die Bevölkerung hört. Also wir sind da irgendwie auf der Schnittstelle und probieren hier eine Brücke zu schlagen. Dazu organisieren wir auch eine jährliche Citizen Science Konferenz für Österreich. Die findet dieses Jahr zum dritten Mal statt, aber dazu später noch mehr. Und wir sind auch in den sozialen Medien unterwegs, also wer uns folgen möchte, gerne Facebook, Twitter und Google+. Wir sind aber nicht die einzige Initiative für Citizen Science in Österreich. Es gibt auch das Zentrum für Citizen Science. Das wurde im Juni 2015 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft beim ÖRD eingerichtet und sieht sich als Service- und Informationsstelle für Citizen Science. Dieses Zentrum koordiniert auch zwei Förderinitiativen für Citizen Science. Die eine ist das Top Citizen Science Programm. Dazu braucht man aber ein laufendes FWF oder ein Sparkling Science Projekt, um diese Förderung beantragen zu können. Das andere ist das Citizen Science Award. Hier werden Preise ausgeschrieben für einen bestimmten Forschungszeitraum, die dann Bürger, die bei solchen Projekten mitmachen, gewinnen können. Aber nicht nur österreichweite Initiativen gibt es. Zum Beispiel auch auf der Uni Salzburg wurde eine Kontaktstelle für Citizen Science eingerichtet. Die soll die Brücke zwischen Universität Salzburg und der Salzburger Bevölkerung schlagen. Wie sieht es mit den Disziplinen aus? Es gibt eine Studie zu unserer Plattform Österreich forscht und dem Pendant in Deutschland dazu, Bürgerschaften wissen. Es ist so, dass in Citizen Science Projekten oder dass Citizen Science Projekte noch immer überwiegend in den Naturwissenschaften durchgeführt werden. Hier sieht man, dass über die Hälfte der Projekte den Naturwissenschaften zugeordnet werden, ein Drittel ungefähr den Geisteswissenschaften und der Rest ist Sozial- und Medizinwissenschaften. Wer nun mehr über Citizen Science in Österreich erfahren möchte, kann sich gerne für unsere Konferenz anmelden. Die findet am 2. bis 4. März statt. Unterschiedliche Vortragssessions in den Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, 11 Workshops und am 4. März, das ist der Samstag, wird es auch einen Citizen Science Day am Naturhistorischen Museum Wien geben, wo wirklich die Bevölkerung eingeladen ist, sich über Citizen Science zu informieren, aktiv einzubringen. Es werden sich dort Projekte präsentieren und es wird auch ein Barcamp geben. Ich glaube, das ist fast jedem hier ein Begriff. Es soll dazu dienen, dass hier die Bevölkerung zu Wort kommt und die Wissenschaftler zuhören, was sie sich irgendwie von Citizen Science wünschen, wo soll es hingehen, wo sehen sie Probleme, was soll in Österreich da noch passieren. Genau, und dazu leite ich schon gerne zu den Fragen über. Danke.
So, wie schauen wir aus mit Fragen? No, scheinbar ist das Thema restlos geklärt worden. In dem Fall danke euch.